Der, wo ich vorhin, ich habe mich schon vertan vorhin. Barbara Schürmann, Peter Echterhoff. Ich habe vorhin den anderen Porsche vorgestellt, da dachte ich, ihr werdet, aber macht ja nichts. Wir reden wieder über einen 49, diesmal ein Jahr älter, ein 73er, ebenfalls 2 Liter. Wurde ca. 120.000 Mal gebaut, dieses Fahrzeug. Targa, man sieht es, Dach rausgenommen. Passend dazu hat er den Oldtimer Grand Prix Pullover an, passend in der Farbe. Ja, das passt natürlich, sehr schön. Ja, Porsche 914, vielen Dank fürs Kommen, sieht sehr gut aus. Die Farbe cool. Sigi und Tina, sag ich nur, ein Zettel gibt's da nicht zu. Haben wir wieder spät genannt, oder? Auf den letzten Drücker, da konnte man nichts mehr aufschreiben. Also das ist ein Ford Escort. Es ist kein BDA, glaube ich, aber es hat trotzdem 4 Vergaser. Es hat einen Käfig drin. Und die Dame rechts baut uns die Pokale immer zusammen. Das ist nämlich von Interpokal aus Recklinghausen. Ein bisschen Werbung muss sein. Schönes Auto, ja, immer wieder. Viel Spaß, danke fürs Kommen, ihr zwei. Tschüss. Ich schwärme von dem Auto. Chevrolet C10. Ein sogenannter Pickup, hätte ich fast gesagt. Ist ein bisschen tiefer, ist ein bisschen auf Hot Rod gemacht. Bisschen anders lackiert. Ich lese jetzt mal vor, was Sebastian Mack und Susanne Koslowski dazu gesagt haben. Die Chevrolet C-Serie oder die GMC C-Series ist eine Reihe von großen Pickups, die General Motors in den Jahren 60 bis 98 anbot. Der erste Chevrolet Pickup erschien 1924. Das war dann so mit Lassie die Filme. Das waren so die ersten Chevy Pickups. Ne? Dieser ist vom Baujahr 72. Die haben den dann ein bisschen besser vermarktet und die meisten Pickups wurden von 1967 bis 72 sogar mit Schraubenfedern und gezogenen Lenkschwingen ausgeliefert. Also ist alles schon ein bisschen neuer. Ist halt ein verbessertes Fahrzeug, tiefer gelegt, bisschen breiter Reifen, bisschen extravagante Lackierung. Ja, aber da fällt es mit auf. Ne? Und natürlich Auspuff durchgehend bis hinten, so muss das sein. Alles klar. Sebastian Mack, Susanne Koslowski, danke fürs Kommen. Und Mara Steinkamp. Automatik, wie man hört, und 144, glaube ich, oder? Jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich keine Zettel mehr habe. Das ist jetzt sehr schade. Ja, ist ein Volvo. 144, ich habe keine Zettel mehr, tut mir leid. Franz, wo sind die Zettel dazu? So, zu spät gekommen. Also, Volvo, Schweden, H-Kennzeichen, Baujahr, was schätzen wir denn? 65? Boah, war schon nah dran. Alles gut. Viertüriges Modell, war eigentlich so ein Volumenmodell von Volvo. Wird heute noch im Oldtimer-Rallye-Sport gern eingesetzt, weil man da am Motor richtig was machen konnte mit 4 Vergasern und so. Dies halt die Serienversion von einem Volvo 144. Viertürig. Keine Ahnung, 2 Liter Motor vermute ich. B20, ist da der B20 drin? Ah, der ist da auch drin. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Kommen. Zu spät genannt. 63 habe ich was. Moment. Ja, lass mal gucken hier. Schönes Auto, schöne Frau. Mercedes-Benz 220 SEB Cabrio. Alexandra Lechner und Matthias Karlmann. Baujahr 62, 2195 Kubik, also 2,2 Liter und 120 PS. Servolenkung, Lenkradautomatik, heißt der Hebel ist da rechts am Lenkrad. 4 Sportschalensitze, ehrlich? Ist das früher so, ja? Wow. Ja, okay, Einzelsitze. Einzelsitze mit verstärkten Seitenwangen. Beckerradio mit Kassettenrekorder, klasse. Weiß man dran, aber wichtig ist Matching Numbers. Matching Numbers heißt, das Auto ist original, der Motor passt, Getriebe passt, die Hinterachse, alles passt zusammen. Als Cabrio relativ selten, als große Limousine schon öfter. Ja, sieht wie aus dem Ei gepellt aus, absolut klasse. 220 SEB Cabrio. 62er Baujahr, sehr schönes Fahrzeug. Vielen Dank fürs Kommen. Alexandra Lechner und Matthias Karlmann. Hat was. Willis 4x4 heißt das. Hieß das. Wo sind noch so angezogen wie Sergeant und seine Helfer? Ich kenne die Autos nur aus diesem Film Mesh, glaube ich. Wir haben immer Mesh geguckt früher. Willis Overland.
Uli Richter, Nils Abels, Abel, Stefan Richter, Maximilian, alle nicht da. Ah, das ist ja gut. Ja, das ist das, wenn man so lange warten muss. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist der Jeep, den die Army in zig Einheiten gebaut hat. Wurde von Jeep gebaut, wurde von Ford hinten nochmal nachgebaut. Quarterton 4x4 Utility Truck war die offizielle Version. Der Name Jeep hat eigentlich nichts mit diesem General Purpose zu tun, was man sagte. Ja, ist das Army-Auto schlechthin, gab es in verschiedenen Ausstattungen, Spaten an der Seite oder Antennen drauf. Original restauriert von euch oder so? Schön. Baujahr 51, muss man sagen, 51, 60 PS und schon 2,2 Liter. Ja, geiles Fahrzeug. Absolut. Gut restauriert, sehr schön. Uli Richter, Nils Abels, der Rest ist schon nach Hause. Vielen Dank fürs Kommen. Handy verliert man in dem Auto auch.